Er hat sich aufgeladen. Juhu! Herzlich willkommen zurück. Folge ging 28 Minuten. Ich wollte schon vorhin wenden. Ich hab's mal wieder vergessen. Aber ist egal. Ist ja egal. Aua. Oh, ich bin tot. Scheiße. Das Wonder von Manscaped. Geil. Ich bin bereit, Product Placements anzunehmen. Mal kaufen. Verdiene ich mit Twitch richtig viel Geld? Mach ich mich für alles breit. Mache ich mich für alle? Ja, egal. Passt schon. Nur von VIP rein verdient. Was auch immer er ist. Ja. Wieder gekrabbelt rum. In der Regel sind Katzen immer auf vier Beinen oder sehr häufig. Wie war nochmal die Szene aus Avengers? Where's Gamora? Who is Gamora? Why is Gamora? Ja. Da war Marvin noch ganz okay. Ja? War geplant. Ah, ist ganz nett, dass man jetzt tatsächlich auch Artorias einmal besiegt, ne? So gefühlt der einzige, den ich in der Lore mitbekommen habe. Er existiert. Und das heißt schon was. Boah, ich will jetzt nicht, warte mal. Ich hab doch gerade ausweichen gedrückt. Die Lore erfährt man immer dann, wenn man stirbt, nämlich genau hier. Ja, eine Beschreibung. Das geht hier nur um Cloud und Tifa und Leute killen. Na klar, Dark Souls wird auch immer wieder benannt, dieses Spiel, wo man die Lore irgendwie nur durch Itembeschreibungen und so einen Scheiß kennenlernt. Also. Oder durch irgendwelche Wiki-Einträge oder YouTube-Videos. Ui! Ui! Ich habe schon Lust, mich da auch mal dann vielleicht mal ein bisschen zu belesen, ein paar Dinge, Zusammenhänge mehr zu verstehen, die hier passieren. Ich weiß nicht, sollte man das schon nach dem ersten Teil tun oder erst, wenn man mehr hat? Nicht, dass ich mich spoilere, aber ich glaube, es kann eh nicht passieren. Weil durchs Spielen erfährt man eh gefühlt nichts. Ich mag es nicht, dass die neuerdings in meine Bude hier kommen. Das ist mein Haus. Ich freue mich schon, wenn ich Bloodborne spielen darf. Die 30 FPS Experience will ich auch einmal erlebt haben. Okay, Artorias, jetzt bin ich nicht ganz low, jetzt mache ich dich One-Hit, okay? Also, first try. First try nach dem letzten. Das war Schmutz. Betrug. Bloodborne. Nicht super hot spielen kann. Da will ich auch immer noch mal spielen. Ich glaube, ich habe das immer noch über Twitch irgendwie, aber diesen komischen Twitch-App-Launcher, da werde ich, glaube ich, nie wieder in meinem Leben runterladen. Da bezahle ich lieber nochmal ein paar Euro auf Steam. Ganz im Ernst. Ich muss mir noch überlegen, was das Folgeprojekt zu Silent Hill wird. Au, nicht Stuntman übrigens.
hat schon so eine Tendenz. Mein Pimmel zuckt immer in so eine Richtung. Auf ein Spiel in meinem Regal. Rayman Raving Rabbits. Ich sag mal so. Oh, du Arschloch. Ja, das meinte ich. Nein, aber. Letzte Rebuy-Bestellung. 4 Euro. Und ich dachte mir so. Let's go. Der zweite Teil ist übrigens direkt dahinter. Ich habe ja einfach die ersten beiden mal geholt. Ah, das ist wahrscheinlich furchtbar, aber irgendwann will ich sie halt auch nochmal spielen, ne? Spiel ist jeden Cent wert. Ja, bei 4 Euro ist vielleicht noch okay, aber das da drüber ist auch irgendwie kritisch. Ich habe übrigens mal geguckt, Silent Hill, was ich ja im Original besitze hier, nicht wahr? Ich ja vor, keine Ahnung, 1, 2. Mein Gott, jetzt geht's mir auf den Sack. Sabah! Ich muss kurz auf den Kampf konzentrieren, bis ich sterbe, dann rede ich weiter. Wieso verrecke ich gerade so fett? Ich habe mal geguckt, Silent Hill 1 ist sau viel wert für PS1, ne? Das kostet um die 80 bis 90 Euro mittlerweile. Ich habe es ja, glaube ich, für 30 oder so gekauft. Ich weiß gar nicht mehr. Bei mir fehlt leider die Anleitung, aber sonst ist es guter Zustand. Das wird irgendwann viel wert sein. Damit bezahle ich meine Rente oder so. Ich bezahle meine Rente. Der Satz ergibt irgendwie keinen Sinn. Rentenzuschlag ist das. Aber für Rente müssen wir erstmal arbeiten, ne? Auch auf das neue Silent Hill gespannt. Ich bezweifle, dass es so gut wird wie die vorherigen Teile. Wie die ersten Teile. Besser als die letzten paar Teile kann es wahrscheinlich nur werden. Ich kenne sie ja nicht. Rentenzuschlag! GameCube-Spiele sind immer mindestens 50 Euro wert, also lass es. Oder schenk's mir. Ich mag zwar Animal Crossing nicht, aber einen Platz in der Sammlung hätte ich schon verdient. Das ist The Giant. Wenn die GameCube-Sammlung. Besitzt du jedes GameCube-Spiel, was es gibt? Ich hätte auch gerne mehr GameCube-Spiele, aber die kosten alle über 50 Euro und denke mir so, nein. Gehen Sie weg. Nehmen Sie nicht mein Geld. Warum genau ist er jetzt so viel übertriebener als bei den ersten Malen? Da war das super easy. Nee, my friend. Wieso habe ich es beim ersten Mal geschafft, den zu unterbrechen? Spider-Man 2, PS2, GameCube. I mean, dann hätte ich alle für Nintendo-Konsolen. Also von daher. Mein Game. Durchschnitt The Giant Mario Party 6. Das ist so fucking teuer geworden. Nicht alle, aber will man. Was man will. Paper Mario 2, uff. GameCube ist eine meiner Lieblingskonsolen. Zelda Wind Waker. Damage Threshold. Ja, habe ich mir schon gedacht, aber ich habe so gut wie beim ersten Mal eher so mehr oder weniger Lucky-mäßig reingeballert und ihn aufgehalten, weshalb ich es komisch fand, dass ich jetzt, wo ich es gezielt gemacht habe, nicht geschafft habe. Aber, ist okay. Mehr GameCube-Spiele kenne ich nicht. Metroid Prime. Eternal Darkness. Das kostet gar nicht so viel. Muss mir Metroid Prime 2 immer holen. Das will ich eigentlich demnächst auch nochmal irgendwann streamen. Nochmal und dann das dritte Mal durchspielen und immer noch keinen Plan haben, wo ich die ganze Zeit lang muss.
Oh, Metroid Prime 2 ist so verwirrend. Naja. Ich bin mal 2 für 10er. Easy Game, Alter. Ich hätte ja jetzt gerade, wo ich es halt gespielt habe, hätte ich jetzt gerne echt Symphony of the Night gerne für PS1. Aber das ist ja komplett unbezahlbar. Das kostet 500 € oder so. Das ist ja nicht mehr normal. Wenn ich irgendwann reich bin und FDP wähle, dann würde ich mir das. Ach, leck mich ja, das kriege ich nicht hin. Ich finde halt irgendwie einen lustigen Angriffsstil. Das halt nur, dieses Schwert hat und das, die andere Arm hängt nur so runter. So, als wenn der irgendwie tot wäre. Leck mich, Artorias. Brrr. Metroid Prime. Bestes GameCube-Spiel, bestes Nintendo. Bestes Metroid-Spiel, vielleicht sogar bestes Nintendo-Spiel. Lieb's. Dolphin-Emulator, ja. Eigentlich funktioniert er nur bei mir immer nicht so gut. Er funktioniert aber meistens mit irgendwelchen Soundfehlern und manchmal Abstürzen und das finde ich nicht so nice. Frogger Beyond. Kostet warum auch immer 500 € und weiß nicht, wo ich das hab. Vielleicht finde ich ja irgendwann mal Paper Mario oder so im zu verschenken Regal. Neulich Wii Fit gefunden. Easy. One, two, switch. Also nur 350. Easy. Ist ja nur ein Monatslohn. Let's go. Co-Vacation. Uiuiui. Das wird was. Why? Also ich fand ihn am Anfang so easy. Es ist wieder das, ne, Prinzip, der erste Versuch ist der beste. Danach wird er Hurensohn. Aber wir kriegen das hin. Bin zuversichtlich. Ja, gut. Mach dich mal stark, großer Mann. Er ist echt groß. Alter! Er drückt ja so fett Damage. Ich schaff den noch. Ich mache mir da gar keine Sorgen. Boah. Die erste Konsole, für die ich gesammelt habe, und das ist schon echt recht früh, deswegen waren die damals noch recht erschwinglich. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich hoffe, wir waren meistens PS2-Spiele. Aber die kosten ja auch nichts. So viele PS2-Spiele, die du für unter 5 € bekommst. Das mit dem Arm ist auch ein cooler Fakt in der Lore. Wenn ich mich recht erinnere, ist Artorias Linkshänder und im Abyss hat er sich im Kampf den linken Arm gebrochen und so. Er benutzt im Bosskampf also nicht seine Mainhand. Er kämpft also ergo gegen eine stark geschwächte Artorias, was die Lore angeht. Uiuiui. Trotzdem verliere ich wie so ein Loser. Aber gut. Er ist interessant. Ja gut, Wii U gibt es ja auch nur 10 Spiele. Bestes Game. Leck mich doch am Arsch, du dumme Sau. Was ist denn los?
47 Wii U Spiele. Hast du Minecraft für die Wii U? Ganz wichtige Frage. Hoppala. Ach ja. Warum drücke ich aber noch immer Dreieck? Bin ich dumm? Ach ja. Nach jedem Hit hittet er mich auch. Hit me baby one more time. Das ist okay. Das ist nicht okay. Was die Handlung der Spieler angeht, die rafft der Normalsterbliche auch erst, wenn man sich Vari-Videos bezüglich der Handlung und Charaktere ansieht. Ja, ja. Lässt du ins Kommentare. Okay. Use komplett. Wäre sehr verbunden, wenn ich nicht direkt so fett Damage kassieren würde. Wenn ich mehr als 6 Estusse hätte. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn ich das vorher da mal entfachen würde. Einfach auch, weil, naja, ich habe das Spiel eh bald durch. Da. Ja, bitte. Aua. Muss ich jetzt auch nicht mehr drauf achten. Bist ein Sackgesicht, weißt du das? Artorias of the Abyss. Yo, Alter. Kann bitte wer abstimmen, wenn ich Manic Digger das beste Spiel aller Zeiten wird? Wenn es wird, mache ich einen Stunden dazu. Oh oh. Oh, das ist jetzt legen. Warte, es kommt gleich der. Nie gesehen. Glaube ich. Kann mich nicht erinnern.
Der hat aber jetzt echt schon diesen Stacken angegriffen. Sag mal! So schnell kann ich ja auch nicht mich wehren. Mich erwehren. Mach deine geile Dash-Attack. Oder nicht? Ey, ich kann mich gar nicht so schnell wieder wegbewegen. Ist doch Kaku. Ja, toll. Kann ich nicht. Mach mal hin. Ja, ich versuch's doch. Quietsch. Ich mach mal was anderes gerade. Ich entfach die Scheiße hier. Zumindest irgendwie auf 10 oder 15 oder so. Ich hab doch noch Menschlichkeit hier rumfliegen, oder? Ja. Wollen wir mal sicher gehen. Wenn ich Mensch bin, könnte ich sogar, glaube ich, im Kampf hier irgendwie Helfer beschwören. Vielleicht auch nicht. Das ist wie ein bisschen lang. Geht. 2 Stunden 20. Ja, komm, machen wir auf 15. Einmal Menschlichkeit gönne ich mir noch. Einmal Mensch sein. Ich werde es wahrscheinlich bereuen, weil der dritte Boss dann irgendwo ganz woanders ist und gar nicht mehr hier und das eigentlich voll unnütz ist und ich es gleich schaffe, ihn mit zwei Schlägen zu besiegen oder so, aber egal. Na, ewig lang auch nicht. Mal schauen, wie es lübt. Also 14 Uhr in der Uni sein, ich habe Zeit. Okay, Stream bis 3 Uhr nachts. Let's go. Wir haben mal 2x 50 Sekunden Werbung. What? Ich habe hier nichts eingestellt. Habe ich halt echt nicht. Ja, mal Werbung aus. Ey! In den Einstellungen. Habe ich. Eigentlich, glaube ich. Naja, also wenigstens 2 Cent verdient oder so. Ist doch auch nett. Kam bei mir mal Werbung? Ich weiß es nicht. So. Kann der Kollege Schnusch jetzt mal das Zeitliche segnen hier? Bro, der ist so schnell auf einmal. Ja, ja. Bist ein Huso, weißt du das? Manic, Digga. Scheiße. Bald eine Stunde hin. Meine Güte! Ich krieg's auch nicht mehr geschissen, ihm auszuweichen. Guck mal, ich hab richtig geschrien, weil ich Mensch bin. Bleh. Ich hab gerade gediggert. Digga! Ich mag nicht, was hier gerade passiert. Ich hatte ihn doch eigentlich schon fast das eine Mal. Dachte mir so easy peasy und jetzt ist er aber voll schnell und komisch geworden.
Viren geprüft. Kostenlos. Oh Junge, Free-to-Play-Spiele sind meine liebsten Spiele. Zwei Digger drin, wir sind hier los. Ich sag mittlerweile mal Bro und Bruder. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Alter, Bruder, geh weg. Junge, verpiss dich. Ah, ich mag das nicht. Ja, nicht der Boss cool, aber irgendwie ist gerade der Wurm drin, wie man so schön sagt. Der Tapeworm. Worms. Worms World Party. Okay, ich habe ihn getroffen, ohne selbst getroffen zu werden. Das ist mein Glückstag. Ich hasse alles. Roll doch nicht die ganze Zeit wie ich. Nur ich darf rollen, oh Scheiße. Okay, komm. Du Arschloch, Mann! Sei nicht so schnell. Ah. Automod. Alter Mensch. Mein Gott, immer dieses Auto. Der Auto. Bläh, immer das Auto. Und weg damit. Oh oh. Mann, das war gerade voll der gute Versuch. Also ging so, aber Manu. Manu. Verpisst euch doch einfach. Aber darf ich das jinxen? Darf ich mal ganz gewagt etwas jinxen? Nächster Stream. Ich sehe, dass wir das durchspielen. Ich sehe da eigentlich nicht so das Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mir relativ sicher, dass wir den Boss hier noch schaffen heute. Den nächsten Boss, ja, keine Ahnung, wo der denn ist, aber ja. Aua. Selbst wenn wir den dann erst nächstes Mal schaffen, haben wir nur den und den Endboss, der relativ leicht sein soll. Doubt. Was kommt? Es kommt doch jetzt nicht mehr so viel. Ich verstehe gar nicht, warum. Ach, keine Ahnung. Dann halt nicht. Ich kann dem nicht schnell genug ausweichen. Sag mal, Alter! Ich hasse dich. So. So nämlich. Einfach reingesteckt. Scheiße. Okay. Ey, ich bin noch gerade ausgewichen. Ich fuck's auch so ein bisschen ab, dass meine Keule aber auch immer so das halbe Bild verdeckt gefühlt. Ja.
Scheiße, was? Ich lebe noch. Ich lebte, aber jetzt nicht mehr. Nein! Oh, das war so knapp. Der Base ist der größte Hurensohn und Sim 6 direkt haben wir nicht, Jungs. Twitch approved. Nice, good job. Nice, BG. Machbar, auf jeden Fall. Ich habe noch gelebt mit dem Pixel-Energie. Ich hätte mich sehr gerne noch geheilt, aber dann meinte Arturias so, leg mal Balls, und hat seine Eier in mein Gesicht gedrückt und das hat mich leider erstickt. Aber naja, so ist es halt manchmal. Aber was kommt denn noch alles? Ich meine, mir wurde gesagt, hier gibt es 3 Bosse. Einen habe ich besiegt, einen habe ich noch gleich besiegt. Dann gibt es noch einen dritten. Wir haben ja heute noch ein bisschen Zeit. Nächstes Mal dann den Boss und dann Endboss. Da kommt doch nicht mehr viel, oder? Das wundert mich so ein bisschen. Aber gut. Dann kriegst du diesen Stream noch platt. Ja, das auf jeden Fall. Ich werde nichts sagen, aber hätte der Otto sich nicht gebufft, wäre, glaube ich, tot gewesen. Ja, ist manchmal nicht so leicht. Heilen war mir in diesem Moment wichtiger. Bloß ich war eh zu weit weg und hätte wahrscheinlich dann eh wieder Schaden kassiert. Beziehungsweise es nicht geschafft. Nee, aber der Boss nach Arturias hat es auch noch in sich. Ja, das kann gut sein. Oh. 2 Stunden Boss. Ich mag es, ihn einfach so abzustechen. Aber das schaffe ich nicht mehr. God damn it, son. Gucken wir mal. Ey, der ist so ja. Wie der dies nuts schreibt, das ist falsch. In welchem Paralleluniversum bin ich hier gelandet? What the fuck? Ich bin gerade voll breitbeinig da irgendwie gelandet. Da, komisch aus. VIP-Status. Du könntest auch haben, Julian, aber du willst ja nicht. Man merkt, dass er feuchtig ist. Ich lerne übrigens gerade die amerikanische Nationalhymne auf der Gitarre und ich hasse alles daran. Zum einen, weil es scheiße zu lernen ist, du hast ständig einen Ohrwurm davon. Und du willst nicht den Ohrwurm von Star Bank Banner haben. Star Bank, ja. Es ist so schlimm, ich hasse alles daran. Wie jetzt schon? Ach komm, ey. Ja, so wieder scheiße jetzt. Direkt kein Bock mehr. Schon direkt kein Bock mehr auf den Versuch. Bin ich ganz ehrlich. Bin ich ganz early. Wie man heute ja gerne sagt. Aber diese Stichattacke ist ganz gut. Aber der muss ich halt immer den Stick nach vorne richtig drücken und das ist gar nicht so leicht. Geht halt wenigstens schön schnell, hoppala. Du Drecksack, Mann! Ah.
eigentlich schon. Wenn alle VIP sind, ist es keiner mehr. Julian ist auch ohne VIP-Special. Julian, soll ich allen Leuten den VIP-Status entziehen und nur du bist VIP? Wäre das eine Option? Er hat ja niemals 10 Zuschauer. You know it's sad but true. Nur VIP? Nein, das wäre den anderen ungerecht gegenüber. Was? Ich habe keine ernsthafte Antwort erwartet. Okay, ich würde sagen, das ist der erfolgreiche Versuch, habe ich gerade entschieden. Die Stichattacke ist eigentlich echt gut. Kann man schön. Die ist halt schön schnell, aber. Ich geh wieder auf, danke. Ja, okay, da war ich zu slow und low. Okay, jetzt geht's wieder los hier. Okay, zwei normale Angriffe reichen tatsächlich, um ihn da rauszulocken. Dreh dich! Oh, dreh dich, das war ich aus, wollte ich eigentlich so. Ja, ich habe viel gespammt, aber das war ihm egal. Ich merk schon. Du Butterbirne, geh weg. Geh weg! Ich kann nichts dagegen tun. Ach Mann, ey. Gibt's eigentlich noch die Abstandsregel? Regelmäßig Einkaufswagen in die Haken bei der Kasse. Ich glaube nicht. Mein Gott! Diese scheiß Nationalhymne. Ich hasse sie. Ich hasse Amerika. Verpisst euch. Aber die Einkaufswagenregel hat mir die Vorzüge von Einkaufskörben gezeigt. Ich habe früher mal nie mit Einkaufskorb eingekauft. Ich habe immer alles in meine Tasche getan und dann wieder ausgepackt. Richtig dumm eigentlich. Und jetzt so, schon praktisch. Loser. USA. USA. Gesagt eben, dass es der erfolgreiche Versuch ist, ne? Sorry, hab mich verzählt. Jetzt ist der erfolgreiche Versuch. Was habe ich mir dabei gedacht? Oh oh, das schaffe ich nicht mehr. Oh, Alter. Das war Knäppges. Ja, Mann. Bei dem Angriff bin ich immer zu früh. Das ist dumm. Ja, genau das nämlich. Mann. Warum, Mann? Richtig tiefgründig. Also bei Dark Souls definitiv nicht der Weg, das Ziel.
Da ist der Weg einfach nur anstrengend und nervig meistens. Ich kann tiefgründig. Ich kann abgründig. Ich kann auch schlau. Weiß ja nicht. Selten. Aber geht. Yippie! Aua. Hab ich echt nur eine reingedrückt, die dumme Sau. Die Facebook hat wahrscheinlich auch. Ich hänge schon wieder seit fast einer Stunde an diesem Boss. Es wäre okay, wenn ich nicht wüsste, dass der eigentlich relativ easy ist und ich ihn einmal schon mal fast hatte, beim First Try sogar. Videospiele halt. Videogames. Ich hasse diesen Wirbelangriff von ihm. Ich lasse mich jedes Mal von diesem Scheiß treffen. Piss auf, Alter. Hab ihn nicht getroffen. Freudig. Ich hab ihn nicht getroffen. Meine Fresse. Nicht mit mir, my friend. Ich will gerade gerne pausieren, aber ich darf nicht. Mann! Ich hasse diesen Angriff. Ich werde aber nur schnell drücken. Bei einem anderen Angriff ist es halt genau dann, wenn er halt anfängt zu schwingen, aber bei dem nicht. Bei dem nicht. Schon räudig. Heil dich, Bitch. Alter, der Angriff bricht mich wirklich. Ich krieg es nicht geschissen! Alter! Ah! Ja, okay, irgendwie gegenseitig getroffen. Nein! Ach, scheiße, ja. Scheiße. Ja, kann ich vergessen, glaube ich. Der macht so viel Damage. Wenn er empowered. So langsam setzt die Madness ein. Ich darf ihn halt nicht in diese Kackphase kommen lassen. Der macht dann, er drückt dann halt so viel Damage, den ich dann nicht.
Egal, ich habe ihn auch getroffen. Ich bin nicht damit gerechnet, dass er es jetzt schon macht. Alter. Oh, immer knappe Kisten, ey. Das war ein Fehler. War okay. Das war nicht okay, fick dich. Eine dumme Wirbelattacke. Mann! Jedes Mal vergesse ich, dass es irgendwann macht. Ah. Ich gehe mir auch wieder selber so auf den Sack, ne? Dass ich wieder einfachste Dinge nicht geschissen kriege. So, hier. Das. Den. Das war schön. Hat mir gefallen. Scheiße. Er drückt halt so auf Head Damage, ne? Das ist unglaublich. Ja, ne? Und so. Was, eine Pussy? Interessant. Erzähl mir mehr. Hä? Ey, ohne Scheiß, ne? Ich hab die letzte Folge beendet, weil mir dachte, ja, ja, komm hier, ne? Jetzt schaffe ich die in ein paar Minuten. 48 Minuten. Ah! Ich schaff den schon. Aber es ist trotzdem ein bisschen anstrengend. Ich gehe mir halt überwiegend selber auf den Sack. Weil ich halt Angriff von ihm nicht richtig peile. Und mal vergesse, dass er sich irgendwann das zweite Mal auflädt. Wieso habe ich ihn da jetzt nicht getroffen, das zweite Mal? Das akzeptiere ich nicht. Ich nehme diesen Preis nicht an. Oh, Alter. Das ist so räudig. Ich bin tot. Quasi. Ich wollte nicht dreimal schlagen. Das hat offensichtlich funktioniert. Von daher ist okay. Ich bin doch weggesprungen, Mann. Scheiße. Immer wenn ich Viereck drücke, genau dann fängt er an anzugreifen. Das ist wahrscheinlich schon so Absicht vom Spiel. Okay, es geht eigentlich ganz gut so. Komm, drittes Mal. Zack, zack. Ich werde getroffen. Ist fein. Ich hau einfach ab. Heil mich. Nein! Oh, nein, nicht der Angriff. Nicht! Tu es nicht! Oh, der Sprungangriff ist so räudig. Komm, scheiß drauf. So. Danke. Jesus Christ. Ach, eigentlich echt einfach der Bus. Ah.
Jedes Mal das gleiche am Ende. Die sind nicht so schwer. Ich brauche immer ein bisschen. Ich brauche einfach ein bisschen. Bin mal raus für heute. Will noch mein Buch weiterlesen, bevor ich schlafen gehe. Gute Nacht. Ja, viel Spaß noch. Gute Nacht. Mein Herz rast gerade so ein bisschen, muss ich sagen. Okay, cool. So. Oh, warte mal. Von wo kam ich jetzt? Gute Nacht, Elf. Von hier kam ich, ha? Ja. Okay, coolio. 50.000 Punkte und ich habe keine Ahnung, wofür ich die einlöse. Aber hey. Schwierige Nebelwand. Oh Gott. Das ist le lagere foyer. Gut. Das gönnen wir uns und ich weiß immer noch nicht, was ich leveln soll. Deswegen level ich jetzt einfach Kondition, weil ich gefühlt habe, dass es gut ist und mehr kann ich auch gar nicht leveln. Komische Geräusche. Ja, neue Folge kommt gleich. Hier brauche ich jetzt noch 11.000. Ich könnte. 12.000, ich kann nicht rechnen. Ich könnte theoretisch ein paar Seelen schlucken. Mache ich jetzt auch. Irgendwer flüstert hier komisch rum. Okay, 2000. Ach, das ist natürlich 10.000, natürlich. Egal. Komm, 30 Konditionen ist doch schön. Boah. 74 mal aufgelevelt schon. Okay, coolio. Dann, keine Ahnung, ich mach mal die Nebelwand auf. Ach ja, neue Folge. Tschüss.